Die erste Frage, die man sich natürlich stellen muss, wie kommt Geld in die Welt? How would you say that? Also fragen Sie nochmal, damit ich die Frage wiederhole. Das ist eine gute Frage. Man lernt nicht, wie das Geldsystem funktioniert. Und es ist nicht nur so, dass man es nicht lernt, sondern man lernt es falsch. Diese ökonomische Wissenschaft dient der Verschleierung von Macht. Viele Leute denken heutzutage, es gibt eine feste Geldmenge und die zirkuliert einfach nur und wird entsprechend ins Spiel gebracht. Das ist aber nicht unser System. Dann kam die Finanzkrise und auf einmal passierten Dinge, die man sich nicht mehr erklären konnte. Das gesamte Vermögensvolumen, die wir verwalten, ist knapp unter 1,5 Milliarden Euro. Nicht Milliarden. Billionen. Das Dilemma für mich ist, Profit ist eine zwingende Triebkraft für wirtschaftliche Aktivität. Die nächste Trillion Dollar wird mit Daten verdient werden. Wer kollabiert zuerst? Unser Ökosystem Erde oder der Kapitalismus? Jeder, der genauer hinschaut, weiß, dass das alles nicht funktioniert.